Ich bin nur auf offene Türen gestoßen und war ganz überrascht, dass auch unsere Evangelischen mitgemacht haben, denn Exerzitien klingt erstmal katholisch, aber wie gesagt, es waren überall offene Türen da, weil ich glaube, dass wir damit eine Sehnsucht der Menschen berühren, eine Sehnsucht nach vertieftem Leben, nach vertieftem Glauben, nach christlicher Spiritualität, die was mit dem Alltag zu tun hat. Das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Ein halbes Jahrtausend ist dieses Zitat von Martin Luther alt, aber es hat an Aktualität nichts verloren. Christen des 21. Jahrhunderts würden diese Aussage vielleicht in die griffigere Formulierung Suche nach Spiritualität packen. Und damit grüß Gott Oberfranken, herzlich willkommen zum evangelischen Magazin bei TVO. Dass das Frommwerden eine Sache der Übung ist, wusste schon Luther. Jetzt greifen evangelische und katholische Christen in Franken diesen Gedanken in einer gemeinsamen Initiative auf. In der diesjährigen Passions- und Fastenzeit gibt es im evangelischen Kirchenkreis Bayreuth und im katholischen Erzbistum Bamberg zum ersten Mal die ökumenischen Alltagsexerzitien. Den Auftakt hat ein Gottesdienst in der St. Josefskirche in Bamberg gemacht. Das lateinische Wort Exerzitien bedeutet nichts anderes als schlicht Übungen. Als ökumenische Übungen sind sie absolutes Neuland. Zum ersten Mal überhaupt im Kirchenkreis Bayreuth und zum ersten Mal ökumenisch im Erzbistum Bamberg werden die Alltagsexerzitien gemeinsam gestaltet. Den Anstoß zu dem ungewöhnlichen ökumenischen Glaubenskurs hat Regionalbischöfin Dorothea Greiner gegeben, die gemeinsam mit Erzbischof Ludwig Schick den Gottesdienst gestaltet hat. Im Münchner Kirchenkreis und in der Münchner Diözese sind bereits ökumenische Alltagsexerzitien durchgeführt worden. Und ich habe die wahrgenommen als ganz großen Schatz, als Möglichkeit, dass Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen, dass die Passionszeit wieder bewusst begangen wird. Schließlich ist Bibellesen und Beten nun mal weder exklusiv katholisch noch evangelisch. Obwohl es zwischen Protestanten und Katholiken in manchen Dingen durchaus unterschiedliche Überzeugungen gibt, so können diese jetzt im ökumenischen Geist ausdiskutiert werden. Warum nicht sich auch mal auf was Fremdwirkendes einlassen? Und die Sache ist eigentlich uns Lutheranern sehr verwandt. Da beten wir, da beschäftigen wir uns mit der Bibel, lesen in der Bibel, meditieren sie, sprechen über unseren Glauben. Das ist doch lutherisch, das ist doch evangelisch. Und viele wissen gar nicht mehr, wie sehr unsere Martin Luther an der Übung, an der Einübung des Glaubens liegt. Beim Auftaktgottesdienst in der Bamberger Josefskirche ist von Berührungsängsten dann auch keine Spur. Erzbischof Ludwig Schick scherzt sogar, dass er die Kirche noch nie so voll erlebt habe. Ein gelungener Start für die ökumenischen Alltagsexerzitien. Ich kann jetzt bloß von unserer eigenen Gemeinde sprechen. Ich habe nicht gedacht, dass so viele kommen, aber ist sehr gut angenommen worden. Ich finde es ganz toll, dass man mal sowas macht. Ja, ich fand es als gut angenommen worden. Und die beiden Bischöfe haben es sehr gut gemacht. Ich finde es gut, dass das einfach zusammen gemacht wird. Für mich Ältere, ja, sehr gut. Weil ich Exerzitien schon vorher gemacht habe und erlebt habe. Und ich hoffe, dass ich ein paar gute Tage für mich raushole in der Fastenzeit. 5 Wochen lang wollen sich die Teilnehmenden jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für Gebet und Betrachtung nehmen. Und einmal in der Woche werden sich Christen beider Konfessionen in Gruppen treffen, um Schritte zur persönlichen Frömmigkeit einzuüben. Oder aber, wie es im Begleitbuch heißt, die Chance wahrzunehmen, sich täglich eine Auszeit zu nehmen, sich mit dem eigenen Leben und Glauben zu beschäftigen und damit neue Kraft und neue Ideen für den Alltag zu schöpfen. Dazu begrüße ich jetzt als Gast im Studio Frau Pfarrerin Christiane Müller. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit im Dekanat Coburg verantwortlich und zugleich Mitglied der Koordinierungsgruppe der Alltagsexerzitien. Frau Müller, Exerzitien, das ist ja ein Begriff, der für die Evangelischen fast ein bisschen fremdartig wirkt und eher mit einem katholischen Kloster verbunden wird. Was also sind Exerzitien, geistliche Übungen ganz konkret? Also zunächst muss ich Ihnen zustimmen, es ist wirklich so, dass dieses Wort Exerzitien manche Evangelischen auf den ersten Blick erstmal abschreckt, weil man weiß ja nicht, was sich dahinter verbirgt. Wie ja auch schon gesagt wurde, Exerzitien heißt eigentlich nur Übung, also geistliche Übungen.
Man muss sich das so vorstellen, der Glaube erfordert eine gewisse Übung. Das ist so ähnlich wie beim Sport. Die Muskeln sind alle angelegt, aber dass die Muskeln kräftig bleiben, dazu muss ich öfter mal trainieren. Und eigentlich ist auch der Glaube so eine Art Muskel. Man kann den total erschlaffen lassen, aber dann hat er eben auch nicht die Kraft, die er im Alltag manchmal braucht. Und solche Trainingsübungen gewissermaßen für den Glauben, das sind die Alltagsexerzitien. Jetzt sind ja über 100 evangelische Kirchengemeinden mit dabei. Und ja, für viele ist das absolutes Neuland. Was gibt es da für Hilfen? Also als ganz konkrete Hilfe gibt es natürlich erstmal dieses Exerzitienbüchlein, wo zu dem Thema Leben aus Gottes Kraft, das ist so das große Oberthema, also wir wollen und sollen und dürfen unser Leben aus Gottes Kraft gestalten. Und da stehen jetzt für jeden Tag so ganz konkrete Impulse drin. Wie kann ich es denn angehen? Es gibt Bibelworte, die ich mir durch den Kopf gehen lassen kann. Es ist auch Platz für eigene Eintragungen. Mal ein bisschen blättern hier zum Beispiel. Also, da habe ich einiges reingeschrieben. Und man nimmt sich einfach jeden Tag eine gewisse Zeit mit diesem Büchlein, möglichst ungestört, und geht dann diese Übungen so für sich durch. Der Impuls, die Alltagsexerzitien gemeinsam mit den katholischen Pfarrgemeinden zu machen, kam ja durch das Themenjahr 2013 Reformation und Toleranz. Es geht um das tolerante und neugierige Ausprobieren von Sachen, die es früher eben nur bei den Katholiken gab. Ökumenische Wallfahrten gibt es schon länger, jetzt die Exerzitien im Alltag. Woher kommt denn dieses neue Interesse der Protestanten an der katholischen Glaubenspraxis? Also es ist ja so, die Reformation hatte ja eigentlich den tieferen Sinn, Menschen wieder an die Quellen zu führen, also zum Beispiel zurück zur Heiligen Schrift, zurück zum Gebet. Und das sind ja eigentlich Dinge, die in der katholischen Tradition auch nie ganz verschwunden sind. Das einzige Problem bestand darin, dass früher in der katholischen Kirche man solche Dinge wie zum Beispiel Wallfahrten mit dem sogenannten Ablass verbunden hat. Das bedeutet, wenn ich wallfahre oder Exerzitien mache oder dies oder jenes, dann kann ich gewissermaßen Punkte bei Gott sammeln und dann geht es mir oder meinen Lieben im Jenseits besser. Und das ist etwas, wogegen Luther sich gewandt hat, aber leider hat man dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Diese Dinge gab es dann eben in der evangelischen Kirche gar nicht mehr. Und heute gibt es ein wachsendes Interesse, eine wachsende Sehnsucht an spirituellen Fragen. Viele sind ja auch aufgebrochen in den fernen Osten, um bei irgendwelchen indischen Gurus dann das Meditieren zu lernen. Aber ich denke, zurzeit besinnt man sich wieder drauf, dass wir im christlichen Raum all diese Dinge ja auch längst haben. Man muss sie eben bloß machen. Und da hat sich in der katholischen Kirche manches bewahrt, was wir uns eben lange nicht bewusst gemacht haben. Und insofern denke ich, es ist gut, wenn die beiden Kirchen sich an diesem Punkt aufeinander zubewegen. Frau Müller, ich sage schon mal Dankeschön, danke für Ihren Besuch hier heute bei uns im Studio. Ja, die Alltagsexerzitien haben erstmals ihren Weg auch ins Internet gefunden. Paul Schremser mit einer Halbzeit der ökumenischen Online-Exerzitien. Über 100 Personen haben sich bei den Online-Exerzitien angemeldet. Sie bekommen in den Wochen vor Ostern jeden Tag eine Mail mit einem Bibelvers, einem Gebetsvorschlag oder einem Bild, das zum Nachdenken anregen kann. Jeder Teilnehmer kann sich einen der 33 Begleiter suchen und mit ihm oder ihr erneut per Mail in einen Gedankenaustausch über die Tagesimpulse treten. Die Begleiter haben eine seelsorgerliche Ausbildung und gehören einer der beiden christlichen Konfessionen an. Auf die Reaktionen der Internetnutzer waren die Organisatorinnen besonders gespannt. Die einen sagen, es ist sehr schwierig im Alltag eine Zeit zu finden, wann ich wirklich mal zur Ruhe kommen kann, das möglichst auch ein paar Mal in der Woche zu schaffen. Das ist so ein Fragebereich, wo wir noch Tipps und Hilfestellungen geben. Ein anderer ist aber dann eher auch inhaltlich. Also ich bin bei dem Bild hängen geblieben, es berührt mich tief. Ich möchte da gerne noch weiter drüber nachdenken. Die Pastoralreferentin Susanne Grimmer begleitet das Projekt auf der katholischen Seite. Wer sich für die Online-Exerzitien interessiert, habe oft keine Zeit, Termine in seiner Kirchengemeinde wahrzunehmen. Vom Inhaltlichen her denke ich, dass manche Leute auch einfach ein Stück die Anonymität für sich behalten möchten. Und ja, so die Niederschwelligkeit ist einfach noch mal größer, das im Internet zu machen, als wie wenn ich zu jemandem gehe, als ne, zu einem geistlichen Begleiter, mit dem ich dann wirklich face to face und nicht nur virtuell kommuniziere.
Von Anfang an war klar, dass das Internetangebot beschränkt ist auf die knapp 7 Wochen zwischen Aschermittwoch und Karsamstag. In der Woche vor Ostern enden die Impulse, dann wird es nochmal ein Mail geben, nochmal eine Verabschiedung. Vielleicht, es kann sein, dass noch jemand eine Woche später was schreibt, aber dann ist es vorbei und wir schalten auch alle Dinge, alle Unterlagen, die wir haben, weg und sie werden gelöscht. Wer aber mal angefangen hat mit der täglichen Übung des Gebets und des Lesens in der Bibel, der wird damit an Ostern nicht aufhören. Das ist die Hoffnung der beiden Theologinnen. Bei den Alltagsexerzitien arbeiten die Protestanten und Katholiken in Oberfranken offenbar gut zusammen. Wie steht es aber insgesamt mit der Toleranz der Protestanten gegenüber anderen Konfessionen, anderen Religionen oder anderen Kulturen? Auf der Suche nach Verstehen, so war ein Symposium überschrieben zum Auftakt des Themenjahrs Toleranz und Reformation der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. In Nürnberg haben sich dazu Interessierte aus ganz Deutschland getroffen und dabei den keineswegs einfachen Begriff der Toleranz unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet und diskutiert. Die Diskussionsrunde zum Thema Toleranz in der Einwanderungsgesellschaft ist hochkarätig besetzt, Nürnberg als Veranstaltungsort dabei nicht ganz zufällig gewählt. Denn auch hier sahen sich die Kirchen der Reformationszeit durch Aufspaltung in verschiedene Konfessionen vor großen Herausforderungen. Und das Nürnberg von heute ist die Heimat vieler Menschen mit Migrationshintergrund. Als die ersten Gastarbeiter nach Deutschland kamen, reichte es ihnen aus, einfach nur geduldet zu werden, so der Tenor auf dem Podium. Heute jedoch, Generationen später, ist es mit Tolerieren alleine nicht mehr getan. Denn diese Generation will nicht als Menschen mit Migrationshintergrund markiert werden, sie wollen Teil der Gesellschaft sein. Weil die zum größten Teil schon hier geboren sind oder auch sehr, sehr lange schon da ist und die fühlen sich dann immer wieder vor den Kopf gestoßen. Also die sagen, wir sind selbstverständlich deutsch und wir müssen uns dann auch anhören, dass wir gutes Deutsch sprechen. Vermeintlich macht man uns Komplimente. Das ist auf einer sehr subtilen Art und Weise und dann offensichtlich uns ganz klar gemacht wird an der Tür der Diskothek, dass wir nicht reinkommen, weil wir so aussehen, wie wir aussehen. Und das hat natürlich weitreichende Folgen für das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen. Was jetzt also gefragt ist, ist nicht nur eine Willkommenskultur wie früher, sondern auch eine Kultur der Anerkennung. Denn Toleranz oder Miteinander ist vor allem Kommunikation auf Augenhöhe. Die Kirche kann meines Erachtens auf mehreren Ebenen helfen. Eine Möglichkeit ist, dass sie sich selbst ihrer Grenzen stellt und sich selbst ihrer selbst vergewissert und dass sie mit dieser gefestigten, also innerlich gefestigten Position in den Dialog tritt und dass sie auch die Bereitschaft erklärt, sich dort gewissermaßen auch ein bisschen verwandeln zu lassen. Für das neue Wir müssen wir also erkennen, dass sich in den einzelnen Glaubensrichtungen nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten finden lassen. Und dazu ist der Dialog ein guter Weg. Toleranz ist auch Arbeit, aber letztlich ist sie eine Mühe, die es wert sein sollte. Und hier noch ein paar Veranstaltungstipps des Evangelischen Kirchenkreises. Im Mehrgenerationenhaus der Diakonie Hochfranken in Rehau eröffnen Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Erzbischof Schick am 12. April die diesjährige Woche für das Leben. Zugunsten der Seelsorgestiftung Oberfranken findet am 24. April in der Lorenzkirche in Hof ein Benefizkonzert statt. Die Stiftung finanziert die Arbeit der Telefonseelsorge für große Teile Oberfrankens. Und in Selb wird gesungen. Für das Projekt die Bach-Kantate zum Mitsingen lädt die Dekanatskantorei in Selb Interessierte ein. Die Kantate wird am 28. April in der Selber Stadtkirche aufgeführt. Weitere Veranstaltungstipps finden Sie auch auf der Homepage kirchenkreis-bayreuth.de. In der nächsten Ausgabe von Grüß Gott Oberfranken geht's um Jean Paul. Der oberfränkische Buchautor ist vor 250 Jahren geboren worden. Mehr dazu aber ab 10. April hier bei TVO. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche noch eine gute Zeit. Tschüss. Als alleinstehendes Mädchen mit einer Behinderung war es schwer, auf dem Land zu überleben. Mit einem Mikrokredit von Brot für die Welt konnte ich einen kleinen Lebensmittelladen eröffnen. Ich freue mich, dass ich schon viele Kunden habe. Den Kredit habe ich bereits zurückgezahlt. Um auch anderen behinderten Frauen zu helfen, habe ich einen Verband gegründet. Ich danke allen für die Unterstützung.